Hallo und willkommen zu einem neuen Video der Kinderspielzeugtruhe. Heute wieder mit Christian. Wir schauen uns heute was Spezielleres an, kein klassisches Kinderspielzeug eigentlich. Ihr seht auch schon hier oben die Plus 14 aufgedruckt, das ist also eigentlich erst für Kinder oder Menschen ab 14 Jahre. Und das Ganze ist eine, ihr könnt es vielleicht erraten, vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen, eine Drohne, also ein kleiner Hubschrauber sozusagen mit vier Rotatoren hier dran, der dann einfach fliegen kann. Wir hatten so schon mal eine vorgestellt, ich glaube, das hatte der Paul gemacht. Was jetzt aber bei dieser hier anders ist, ist, dass die hier oben noch eine Kamera dran hat und man kann die Drohne jetzt per WLAN mit seinem Smartphone verbinden. Also das geht mit iOS oder mit Android. Da muss man eine App für installieren und dann kann man damit, glaube ich, sogar Videos aufzeichnen und sieht halt auch, wo man lang fliegt. Ja, das Ganze wollen wir mal ausprobieren heute zusammen. Kleines Experiment. Ich bin sowas noch nicht geflogen und habe auch sowas noch nicht ausgepackt. Wir schauen mal rein. Okay, also mehrere Sachen dabei. Das hier ist wahrscheinlich das Ladekabel. Lege ich einmal hier hinten hin. Dann ist hier eine Anleitung dabei, User Manual. Da steht wahrscheinlich dabei, wie es funktioniert. Das lese ich mir dann gleich mal durch. Dann ist hier die Drohne dabei. Seht schon, vier Rotoren. Die werden sich gleich drehen. Hier vorne ist die Kamera dran, mit der können wir dann wahrscheinlich was filmen. Hier steht jetzt wahrscheinlich noch die kleine Antenne ab, um die Verbindung dann zum Smartphone herzustellen. Und hier ist noch ein An-Ausschalter dran. Stellen wir schon mal hin. Außerdem ist jetzt hier noch so ein großer Controller dabei. Den probieren wir natürlich dann auch gleich mal aus. So, ich habe die App jetzt mal auf meinem Handy installiert. Und ihr seht schon, ich habe hier einen zusätzlichen Bildschirm jetzt. Also ich sehe, was die Drohne sieht. Ich könnte das hier gerade mal ausprobieren. Hier links liegt das Ladekabel. Hier vorne steht die Anleitung noch. Also die Kamera hier vorne dran filmt alles jetzt. Das Ganze kann ich natürlich sogar aufnehmen. In der App sind hier Knöpfe, um zum Beispiel ein Foto zu machen oder sogar ein Video aufzunehmen. Wenn die Drohne jetzt fliegt, dann kann man das Ganze filmen. Das ist natürlich, wenn man das wahrscheinlich draußen macht, ein bisschen cooler. Dann gibt es hier noch ein paar andere Knöpfe, von denen ich noch nicht genau weiß, wie es geht. Das hier ist auf jeden Fall nochmal, um irgendwie die Leistung einzustellen. Also 30% Leistung reichen auf jeden Fall für hier drin. Dann probieren wir das doch mal mit dem Fliegen aus, für was die Drohne eigentlich da ist. Ich habe es gerade eben schon mal kurz ausprobiert, aber es hat nicht so gut geklappt. Vielleicht klappt es jetzt besser. Mit dem linken Joystick hier kann man quasi die Höhe einstellen, wie stark das nach oben steigen soll. Und hier rechts mit dem anderen Joystick dann die Richtung ein bisschen lenken. Ich nehme das Ganze jetzt mal hinter die Kamera, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Hört schon, die Drohne ist startklar. Und nicht so gut geklappt. Direkt natürlich wieder den Schub rausgenommen, damit hier nichts kaputt geht. Vielleicht muss man das auch direkt einfach draußen machen, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat wie ich. Stell die Kamera mal noch ein Stück höher. So, und dann probieren wir jetzt mal ins Kamerafeld schön reinzufliegen. Ah, das war schon ganz gut. Okay, das lassen wir mal zählen als gültigen Startversuch. Das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Auf der Tischplatte, das hat ja gerade eben nicht so gut funktioniert. Ich bin jetzt mal noch hier auf unsere Playmobil-Platte rüber gewechselt. Die Drohne steht jetzt hier unten auf dem Tisch, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich hole mal noch den Controller und dann probieren wir es mal aus, hier zu fliegen. Denn ich habe es gerade eben hier schon mal ausprobiert und das ging viel, viel besser als auf dem Tisch. Christian an Drohne, bitte einmal starten. Nicht so hoch, nicht so tief. So, nochmal ein kleines Schlussfazit. Das hat jetzt doch nochmal besser geklappt, als ich gedacht habe. Man braucht auf jeden Fall wirklich viel Platz zum Üben am Anfang. Und wenn die Drohne ein bisschen höher steigt, dann stabilisiert sie sich auch viel besser in der Luft. Mir gefällt es richtig gut. Das ist so ein ganz cooles Spielzeug. Gerade wenn man zum Beispiel gern auch mal irgendwie was anderes Modellbaumäßiges fliegen will oder so, dann kann man mit sowas mal anfangen und das mal ausprobieren. Ich wollte zum Beispiel früher immer schon so einen Modellbau-Hubschrauber haben. Die waren aber früher noch sehr, sehr, sehr teuer und das ging leider nicht. Aber mit so einer Drohne, da kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch, dass man das gerade so mit dem Smartphone zusammen bedienen kann, ist sehr, sehr cool. Wenn euch das Ganze gefällt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich einen Link dazu reingepackt. Da könnt ihr euch mal gucken, was so ein Ding kostet. Vielleicht seid ihr ja mit sowas schon mal geflogen. Dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben und eure Erfahrungen schreiben, ob das bei euch gut geklappt hat oder ob das auch nicht so gut geklappt hat, wie bei mir hier gerade eben auf dem Tisch. Ansonsten sehen wir uns natürlich dann im nächsten Video der Kinderspielzeugtruhe wieder. Bis dahin, liebe Grüße, euer Christian. Tschüss.